Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und zum zweiten Teil dieser Wahlkollektiv-Doku über. Oh Gott, ich habe den Dreiklang vergessen. Jung, viral, rechtsradikal heißt das Ding. Viral war es, verdammt. Und weißt du, was mir in der Pause nochmal so durch den Kopf gegangen ist? Die haben ja ihr Video mit dieser Lucretia-Verbindung gestartet oder Lucreta-Verbindung. Und die musste ja wirklich, also es ist ja die Nadel im Heuhaufen, die du suchst, wenn du auf die stoßen willst. Und danach haben sie den Heuhaufen in Form von ein Gollan gefunden. Also, das passt für mich irgendwie nicht zueinander. Lukreta und ein Golan, warum nicht? Also ich Nee, kenne also, halt dass du Lukreta erst nicht. Lucreta findest, die extrem klein ist. Ja. Und danach stößt du auf ein Gollan. Also, eigentlich wäre es genau andersrum, was man erwarten täte. Das Ja, ist ein bisschen sehr seltsam, wie das hier aufgebaut ist. Wir sind jetzt Aber auf gut, jeden wir Fall im sind. zweiten Teil und wir haben hier jetzt gerade aktuell ein Gespräch mit einem Experten, wie es natürlich immer so ist. Von Der gute Experte ist natürlich Korrektiv. auch noch vom Korrektiv und erzählt mal wieder von dem bösen Geheimtreffen, angeblichen Geheimtreffen der AfD. Ich musste auch vorhin wieder an den, auf der Leipziger Buchmesse hatten die ja einen Stand. Und das, dieser, Korrektiv. ja, natürlich, ja. Da haben die ja groß Ja. ihr Buch da verkauft. Und da war dann auch so ein Nie wieder ist jetzt Banner hochgehalten oder irgend so ein Spaß war das. Und es wirkte halt wie so ein großer Kinderspielplatz, dieser ganze Buchstand. Ja. Also, ja, es war sehr infantil gehalten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut, wir machen mal Kleine hier Anekdote weiter hier, mit weiter dem geht's. Wahlkollektiv. Realistisch sind die. Wir machen uns erneut auf die Suche und sichten unzählige YouTube-Videos. Wir finden Spuren des Geschäftsmodells. Erste Werbekunden gibt es schon. Ein Sponsor taucht immer wieder auf. Blitzwissen. Natürlich geht es um Blitzwissen, welches Kernaussagen in Text und Jo, Audio Blitzwissen ja. bietet, und zwar von Werken, die sonst keiner im Repertoire hat. Das Audioportal mit Buchzusammenfassungen von Rechten wie Krah und Martin Sellner gehört dem rechtsextremen Digitalberater Erik Ahrens. Der hat in Potsdam die Agentur mit vorgestellt. Wir hören uns einige Titel an und stoßen auf eine Stimme, die uns bekannt Die vorkommt. wichtigsten Kernideen des Werkes, der Faschismus in seiner Epoche. Ihr erinnert euch, ganz am Anfang war Bea Zirpel schon mal Thema. Gemeinsam mit Michael Gollan nimmt er Podcasts und Videos auf. In denen geht es auch immer wieder um politische Themen. Hier ein Beispiel. Wir quatschen die ganze Zeit von Fachkräftemangel und von sonst irgendwas, holen uns massenhaft Analphabeten da ins Land rein, beziehungsweise holen uns massenhaft Leute rein, die überhaupt nicht integrierfähig sind in den Arbeitsmarkt. Und jetzt widerlegt das mal bitte. Ja, was war denn jetzt an der Aussage falsch zum Beispiel? Was war an der Aussage falsch? Wenn die Da Aussage hilft es auch falsch nicht. wäre, hätten wir keinen Fachkräftemangel mehr. Ja. Und da hilft es auch nicht. Also eure einzige Argumentation ist ja rechts, rechtsextrem. Also immer nur diese Worthülsen, die fallen. Aber in den Argumenten seid ihr halt argumentativ extrem schwach aufgestellt, weil ihr einfach nicht im Recht seid. Ich hätte den Und das Ausschnitt hier nicht ist rausgelassen. seine. Ganz ehrlich. Ich hätte irgendeinen anderen Ausschnitt genommen, um Aus zu dem zeigen, dass Podcast, das ja, seine Stimme ist. Ja. auf jeden Fall, weil der ist, also der ist ja unfassbar schwach für der ihr Argument. Eine Stimme, die ein anderes Buch bei Spotify liest. Seit dem System Aber weg. warte mal, Artig, weißt du, was das Ding ist? Ich gehe einfach mal davon aus, die werden halt nichts Besseres gefunden haben. Deswegen haben sie diesen Ausschnitt genommen. Also die anderen Ausschnitte werden noch viel unverfänglicher sein aus der ihrem Podcast. Ich selber Ja, höre den ja, ja. nicht, den Podcast Mann und Weib. Dann werden sie halt jetzt hier eine Aussage genommen haben, wo sie sagen, ja, die ist noch am ehesten reißerisch, spektakulär. Weil da geht es um die armen Ausländer, dass die ja gar nicht so toll sind. Das ist ja Die Flüchtlinge menschenverachtend. meintest du? Ja. Ich dachte, es ging jetzt in dem Part erstmal nur darum zu zeigen, dass er wirklich diese Erzählerstimme bei Blitzwissen ist. Ach so. Ach so, Weißt du? ah, alles klar, alles Aber klar. vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, das kann Ja, ja auch warte, sein. warte, ich glaube, dazu kommt noch was. Ich habe da was nämlich in YouTube-Kommentaren gelesen, du hast recht. Warte, wir hören mal weiter. Wechsel haben sich in Ungarn drei. Klingt schon sehr ähnlich einfach. Also das. Zwischen 1989 von Ernst Neute. Also, für mich ist das sehr nah aneinander. Deshalb fahren wir. Wow. Also hat der diese Videos bei Blitzwissen aufgenommen? Oh nein! Ihr hättet ihn noch vielleicht einfach fragen können, oder? Ich glaube, das wäre ihm Ja. doch scheißegal gewesen. Okay, na Fahren gut. wir zur Hochschule in Mittweida. Wir haben Sprachaufnahmen an einen Audioforensiker geschickt. Oh, Gleich erfährt ihr. Alter, wo euer Geld Fragen hingeht, wir, liebe ob es wirklich wahr Zuschauer. ist. Alter, ja wirklich, unser Geld wird hier verschleudert. An einen Audioforensiker schicken sie jetzt diese Aufnahmen. Oh Um je. Gottes Hallo. Hallo.
Dirk Labudde ist Professor für Forensik und erstellt auch Gutachten für Gerichte und Behörden. Wir haben ihm über 20 Audiodateien zum Vergleich geschickt. Also wir haben das sozusagen mit so einer Software gemacht, die sieht man auch hier. Die KI versucht, die Sprache so als riesenlangen Vektor darzustellen, also wo alle möglichen Feature der Sprache mit eingehen. Und am besten passt es sozusagen zu der Faschismus in seiner Epoche. Es gibt einige wirklich, wo wir sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit können wir vom gleichen Sprecher ausgehen. Das bedeutet, Michel Bollands enger Geschäftspartner und Co-Host Bea Zirpel arbeitet für einen Rechtsextremen. Wie tickt er sonst so? Wir sehen uns wieder... Hey, warte, was? Er arbeitet für einen Rechtsextremen. Rechtsextrem? Ja, was ist okay. denn, was heißt denn überhaupt Rechtsextrem? Also, wo ist denn euer scheiß Problem jetzt an der Stelle? Ihr argumentiert schon einfach nur wieder mit Worthülsen, nicht mit Argumenten. Das ist das Problem. Ich kann dem auch gerade nicht folgen. Und wir finden heraus, er ist Mitglied in der Berliner Burschenschaft Gotia, die sich so präsentiert. Kolleginnen vom Spiegel haben zu dem ultrarechten Männerbund recherchiert und stellen uns dieses Video zu. Sind wir wieder bei Ultrarecht? Schön. Ja, klar. Verfügung. Deutschland, Deutschland, über alles. Es zeigt Mitglieder der Gotia, wie sie die erste Strophe des Deutschlandlieds bei einem Stiftungsfest einer anderen Burschenschaft singen. Hier gedenken sie Ja und? Ja und? Das Deutschlandlied ist... es ist nun mal Teil der... Na gut, die Hymne ist es nicht. Die dritte Strophe ist unsere Hymne. Klar, aber... Ist es eigentlich noch so, dass die ersten beiden verboten sind? Ich bin dann überhaupt nicht mehr drinne. Also verboten? Oh, da tue ich mich jetzt wahrscheinlich in die Nesseln setzen. Also verboten ist das Deutschland eben meiner Meinung nach in Gänze überhaupt nicht. Aber ich dachte nämlich, es wäre es. Also, aber boah, das ist... Ich habe keine Ahnung, mich vor 20 Jahren das letzte Mal damit beschäftigt, weil es auch für mich uninteressant ist. Hier, ist die erste Strophe des Deutschlandlieds nun verboten? Welt.de, klare Antwort, nein. Das Bundesverfassungsgericht hatte 1990 entschieden, dass das ganze Lied unter dem Schutz der Kunstfreiheit interpretiert werden darf. Ja, das ist das Ding. Also wenn du das so im Ganzen interpretierst, kein Ding. Es ist halt nur nicht als Hymne zu verwenden, dass man die erste Strophe singt. Das ist halt nun mal bei uns in der BRD aktuell die dritte Strophe. Ah, also wenn ich es als Hymne singe, ist es verboten? Ja, wenn ich halt nur die eine Strophe singen würde und sagen, ja, ja. Na gut, ja. Es ist mal wieder BRD-Justiz, Alter. Es geht um die ganz wichtigen Themen. Denken Sie gefallener Wehrmachtssoldaten. Immer wieder halten ultrarechte Vordenker Vorträge bei der Verbindung. Und wieder ultrarechts. Zahlreiche Mitglieder stehen der Recht. Ich bin gespannt, wann ultrarechts totgeritten ist. Die eugenistische Tretmühle geht ja immer recht schnell in letzter Zeit. Also. Arti, wir müssen beim nächsten Mal nochmal hier so einen Counter einbauen. Dann zählen wir rechts, rechtsextrem, ultrarechts, so einfach nur die Worte. Extremen identitären Bewegung nahe. Also so Recherchen, die können manchmal wahnsinnig kleinteilig sein. Und heute bin ich für einen dieser ganz kleinen, klitzekleinen Beweise, die dann so ein großes Netz ergeben, nach Berlin gefahren und gehe jetzt gleich ins Amtsgericht Charlottenburg. Die Unterlagen beweisen, Bea Zirpel war Schatzmeister in einem mittlerweile aufgelösten Sportverein. Ein anderes Mitglied, ein Neonazi-Kampfsportler. Also ein Sportverein, in dem Selbstverteidigung trainiert werden soll und in dem auch rechtsextreme Gewalttäter Gründungsmitglieder sind. Halten wir also fest, Michel Golan und Bea Zirpel sind mit Rechtsextremen vernetzt und machen auch Geschäfte mit ihnen. Auch Bea Zirpel schicken wir Fragen zu unserem Recherchen. Hier wieder Kontakt, Schuld. Ja. Langweilig. Recherchen. Er antwortet per Reaction-Video. Später mehr. Mitnehmen. Die machen es aber diesmal spannend. Diese ganzen, nicht die wichtigen Sachen kommen später. Also das gebe ich ihnen. Sie heben sich die nichtssagenden wichtigen Dinger zum Schluss. Naja, weil die Dinger, die später kommen, wahrscheinlich noch viel nichtssagender sind. Und langweilig. Ja, aber sie haben mich am Haken jetzt. Ja. Recherche. Du willst wissen, wie sie dich enttäuschen werden. Wir sind gespannt. Michel Golan, ein Fantreffen an. Unterlegt mit einer Anspielung auf das Sylt-Video, das wenige Wochen vorher viral ging. Ihr erinnert euch, rassistische Parolen und ein Hitlergruß als Party-Hit. Okay, also die Parole ist nicht verboten, also ist sie auch nicht rassistisch. Ja. Und ich glaube, dieser Hitlergruß, den gab es auch nicht wirklich. Also A, ist es mir neu, oder ist ja irgendwas bekannt dazu? Bei Sylt, in diesem Sylt-Video meine ich, ich glaube, einen Hitlergruß hat einer nicht einer gemacht, aber einer hatte doch irgendwie so ein Bart angedeutet wie Hitler, wie so ein Hitlerbärtchen. Aber ja, mit Sylt habe ich mich auch gar nicht groß beschäftigt. Also mit dem Lied an sich schon, ich finde das cool. Ich meine, wir haben ja auch letztens diese Doku dazu geschaut, zu diesem Nazi-Meme, der zum Sommerhit wurde. Aber das Sylt-Video an sich habe ich tatsächlich nie gesehen, muss ich ehrlich sagen.
weil mich das so null interessiert, ob irgendwelche Dullis in Sylt irgendeinen Meme nachstellen. Das ist mir scheißegal, weil ich ein gesunder Mensch bin. Ja. Das findet am 5.7.2024 in Berlin statt und wo genau, bleibt noch geheim. Undercover wollen wir herausfinden, wie gemäßigt oder radikal sich Michelle Golland vor ihren Fans äußert. Ich werde gleich an dem Fantreffen teilnehmen. Boah. Und klar bin ich davor aufgeregt. Michael wird vor der Bar das Ganze beobachten. Ich muss jetzt mal ganz kurz einhaken. Was ist denn eigentlich aus ihrem tollen YouTube-Kanal geworden? Die echte deutsche Küche. Also irgendwie ist da wahrscheinlich nichts weiter draus geworden. Das Beste, was sie daraus gemacht haben, war, dass irgendein AfD-Typ auf die reagiert hat. Ja, ja, sonst nichts weiter. Also da haben sie offenbar gemerkt, naja, das reicht hier noch nicht für den Doku. Ja, oder ich müsste wirklich mal lange Arbeit reinstecken. Dann lassen wir es lieber. Machen wir den Kanal. Ja, auf Instagram findet man dazu übrigens nichts. Ich habe davon dreimal gekocht, das reicht. Ja, so wird es sein. Ich bin Laura, Lehrerin aus Köln. Und ich bin interessiert daran, langfristig so zu werden wie Michelle. Ich habe einen Insta-Account, echte deutsche Küche. Und jetzt haben wir sie gedoxt. Ja, okay. Ich wollte mal zeigen. Los geht's, wir fahren einmal vorbei und mal schauen, ob da schon Leute sind. In einer halben Stunde soll das Treffen anfangen. Wir haben verdeckt gedreht. Und in der Redaktion über die Aufnahmen diskutiert. Moment, ihr habt verdeckt gedreht? Und ihr zeigt uns das, hat das nicht auch ein Golan in dieser queeren Kirche gemacht? Warum ist denn das bei euch okay, aber bei ein Golan nicht? Das ist jetzt hier ein Zeitdokument. Ja, ja. Das ist natürlich jetzt hier journalistisches Interesse. Bei Ein Golan, wenn sie über einen queeren Gottesdienst stattfindet, den jeder öffentlich besuchen kann, dann ist natürlich kein journalistisches Interesse, klar. Muss man wissen. Wir entscheiden uns, aus der Bar keine Bilder zu veröffentlichen. Die Persönlichkeitsrechte gehen hier vor. Vier Stunden bin ich bei dem Treffen. Ich unterhalte mich mit den Fans und Golan selbst. Offen radikal äußert sie sich nicht. Wie im Netz übt Michelle Golan sich in Anspielungen. Mach mal Tür zu. Da waren sie und jetzt fahr, schnell! Ja. Da waren sie sicherlich sehr enttäuscht. Oh nein, sie war nicht radikal genug. Weißt du, was ich denke? Sie hat so versucht, da so sie hinzustupsen und sie hat das gemerkt, dass das irgendwie und hat sich dann so in so Allerweltsfloskeln. Denke ich auf jeden Fall auch, weil, wie gesagt, man hat halt, würde ich meinen, als normaler, intelligenter Mensch schon ein gutes Gespür für solche Glowies. Also vor allem für solche Leute, denen dieses ganze Thema Rechtssein offensichtlich sowas von weltfremd ist, dass die dazu halt gar nicht normale, sinnbildende Argumente bringen können. Also die fallen halt sofort auf so einer Veranstaltung. Da merkst du sofort, mit dem Typen ist was faul. Und natürlich, das können auch Leute sein, die einfach total aufgeregt sind so und dadurch halt neben der Spur wirken. Aber ja, selbst zu denen ist man erstmal so ein bisschen distanziert. Ne? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich meine, so ein YouTuber, egal ob es jetzt ein Golan ist oder irgendjemand anders, wenn er ein Fantreffen hat, der wird von zig Leuten angesprochen. Klar, tut man da nicht mit jedem sofort irgendwie schäkern. Ich meine, Fantreffen sind halt trotzdem nun mal irgendwo fremde Leute. Unterhält man sich mal nett, gibt ein Autogramm und das war's. Also, ich weiß nicht, was die sich erhofft haben. Und man muss ja auch sagen, dass das Machtgefälle ist bei solchen Fantreffen nun mal gegeben. Die kennen halt alle, du kennst die höchstens vom Spendennamen, aber du weißt sonst gar nichts über die. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist halt. Und deswegen ist man auch automatisch bei sowas vorsichtig, denke ich. Genau. Hallo? Mit ganz frischen Eindrücken erzähle ich sofort, was ich heute Abend gehört habe. Ein paar Szenen beobachtet heute Abend, die auf jeden Fall ganz interessant waren. Also ich habe auf jeden Fall einige Themen gehört, die so in diesen Bubbles gerade oder in diesen Kreisen irgendwie so hochkochen. Wie im Netz. Wie fertig sie ist. Ich finde es irgendwie lustig. Geil. Aha, warte mal kurz. Sie ist kochen Themen hoch. Sagt die jetzt dazu noch was? Moment. Ja, kommt bestimmt. So hochkochen. Wie im Netz wandert Golan am Grat des legal Sagbaren entlang. Sie bleibt eindeutig zweideutig. Beispielsweise, als es um die jüngste Verurteilung von Björn Höcke geht. In einer Rede hatte er eine verbotene SA-Parole verwendet. Das ist auf jeden Fall verharmlost. Und dass es ja eigentlich nur so drei Worte wären. Und Golan legt mit einer Wir erinnern uns, es ging um die 99,999% für Deutschland.
Ja, also das wusste ja wirklich jeder, dass das diese Parole von der SA war. Ja, total, natürlich. Weiteren Parole nach. Deutschland den Deutschen dürfe man wohl noch sagen. Tatsächlich ist diese Parole nicht verboten. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert und war damals klar judenfeindlich. Hitler verwendete sie in seiner Reichstagsrede, in der er die Vernichtung der europäischen Juden ankündigte. Bis heute. Jetzt haben wir nochmal Hitler reingebracht. Es ist wirklich lame. Heute handelt es sich um eine rechtsextreme Parole. Wir haben uns jetzt monatelang. Es ist ja Bullshit. Also, wenn sie rechtsextrem wäre, wäre sie verboten. Wenn sie klar gegen das Judentum wäre, wäre sie verboten. Hm. Ist sie halt nicht. Sie ist halt noch auf ganz vielen anderen Ebenen wirksam. Und deshalb einfach. Ja, ein beliebiger Spruch, möchte man fast sagen. Aber natürlich müsst ihr euch daran abarbeiten. Hm. Es ist. Leute, mach mich fertig. Die Kanäle von Anne Golland angeschaut. Sie nutzt immer wieder kleine Anspielungen. Dabei ist uns vor allem auch aufgefallen, dass es deutlich. Alter, jetzt mal ganz kurz, was hat der denn für eine Frisur? Also. Ja, egal. Deutliche Überschneidungen mit verfassungsfeindlichen und rechtsextremistischen Ideologien gibt, die immer wieder vermengt werden und so die Zuschauerinnen langsam beeinflussen sollen. Wir haben beim Verfassungsschutz nachgefragt, ob die Kanäle beobachtet werden. Die Antwort: öffentlich will man dazu nichts sagen. Allgemein äußere sich das Bundes. Ich gehe davon aus, ja. Der Verfassungsschutz wird rechte Kanäle beobachten. Vielleicht sogar uns. Ich glaube aber, dafür sind wir zu klein. Aber ich gehe safe davon aus. Ja, wen juckt's, aber ich gehe safe davon aus, dass die. Wenn es hier nicht gleich FBI Open Up passiert, sage ich, wen juckt's. Ja. Das Amt nur öffentlich zu den Kanälen, die auch in den Berichten auftauchen. Eine letzte große Frage bleibt. Wird die Werbung bei verschiedenen rechten Influencern zentral gesteuert? Und gibt es eine rechte Influencer-Agentur, wie sie beim Potsdam-Treffen vorgestellt wurde? Um das herauszufinden, brauchen wir wieder eine Legende. Wir bauen eine zweite Tarnidentität auf und fingieren ein Unternehmen. Strick- und Häkelware.de. Und wir machen deswegen einen Strick- und Häkelshop. Und dafür werde ich jetzt gleich Produktfotos machen, weil wir wollen mit unserem Online-Shop auf verschiedene rechte Influencerinnen zugehen und wollen möglicherweise herausfinden, ob da eine Agentur dahinter steht. Als der Socken- und Mützenshop steht, kontaktieren wir eine Influencerin mit 25.000 Abos aus dem Lucreta-Netzwerk. Das war die Frauengruppe vom Beginn unserer Recherche. Schriftlich erfahren wir von ihr, was eine Werbung bei ihr kostet. 300 Euro pro Video. Am liebsten möchte sie alles mündlich vereinbaren. Wir beharren auf etwas Schriftlichem und bekommen einen Mustervertrag. Keine Spur von einem professionellen Management. Immerhin, unsere Fake-Identität ist glaubwürdig. Wir beschließen, einen der Ideengeber der Agentur, Arne Friedrich Möhrig, der die auf dem Potsdam-Treffen vorgestellt hat, mit unserer Tarnidentität zu kontaktieren. Thomas Kreuzkamp vom Strick- und Häkelshop. Okay, versuchen wir's. Wir haben bei diesem Telefonat nur mich und nicht das andere Ende aufgezeichnet. Grüß Gott, Thomas Kreuzkamp hier. Spreche ich mit Herrn Möhrig? Guten Tag, und zwar folgendes. Wir kommen ins Gespräch. Genau, ich hatte Ihnen geschrieben und ich hatte Ihnen auch unseren Shop geschickt. Das ist so ein kleiner Shop für Strick- und Häkelware. Wie ist es mit dem Agenturprojekt im letzten halben Jahr weitergegangen? Logisch, verstehe. Ja. Mit der Berichterstattung und so, das hat bestimmt auch das Übrige getan. Möhrig erzählt, ihm seien die Geldgeber weggelaufen, etwa die AfD. Ah, alle vor allem, ja, verstehe. Die Partei ist dann abgesprungen. Aber können Sie mir sagen, wo das dann so liegt? Also ich meine, es gibt ja verschiedene Kanäle, ich verfolge da ganz viel, die Michelle Golan. Würde jemand Michelle Golan sagen oder würde jemand einen Golan sagen? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also keiner würde Michelle Golan sagen. Also da muss man eigentlich schon hellhörig werden. Okay, ich bin gespannt, was jetzt kommt. 2.000 bis 3.000 Euro pro Video. Und könnten Sie mir einen Kontakt zu der Michelle Golan machen? Genau, melden Sie mir doch zurück. Wenn Sie es vorm Wochenende schaffen, freue ich mich natürlich riesig. Dann können wir das am Wochenende durchsprechen. Ansonsten reicht natürlich auch Anfang nächster Woche. Zusammengefasst, ja. Arne Friedrich Möhrig hat mir geantwortet. Ihm sind die Geldgeber abgesprungen, ihm ist die Partei abgesprungen. Die Influencer-Agentur an sich ist vom Tisch. Aber die Idee hat er viel Zuspruch für bekommen, findet er super. Und er kann mir dann einen Kontakt herstellen. Er hat eine ganze Reihe weiblicher Influencer in der Liste. Und er kann mal bei der Michelle Golan nachfragen, ob die ein Interesse an einem Kontakt hat. Und der andere Agentur... Also die ganze Prämisse des Videos war ja, gibt es diese Agentur? Mhm. Anscheinend gibt es jetzt nicht mehr, außer ihr zieht sie jetzt hoch als ein großes U-Boot, okay. Also ihr solltet doch eigentlich jetzt beruhigt sein. Naja, Moment mal, dieser, ich habe das jetzt so nicht ganz verstanden, dieser Arne Friedrich Möhrig oder wie er heißt, ist doch die Agentur. Ja, aber er ist ja pleite anscheinend. Ja, aber die Agentur gibt's und der will ja jetzt irgendwas vermitteln mit Einkollern. Also den Punkt haben sie, denke ich. Ja, wir schauen mal halt, weiter. Ja. Agenturplaner Erik Ahrens vom Hörbuchportal reagiert auf unsere Anfrage mit einem Gern-Emoji auf X. Trotzdem sehen wir, dass das Geschäftsmodell längst läuft.
Das rechte Netzwerk hat sich professionalisiert. Es gibt Kommunikationsagenturen, Produktionsfirmen und Influencerinnen mit viel Reichweite, die damit Geld verdienen. Und die Vernetzung zeigt sich auch durch die immer gleichen Werbepartner, eben auch bei Michelle Golan. Ist das jetzt irgendwie ein Problem? Ich verstehe das ja nicht. Ja, und ganz ehrlich, die immer gleichen Werbepartner, das ist ja eben das Problem noch unserer rechten YouTube-Szene, dass wir halt nur mit denselben Werbepartnern auftreten können. Also namentlich sind das Blitzwissen und Hörner eigentlich die meiste Zeit. Ja, noch ein paar andere, Thymus Magazin oder Krautzone oder sowas. Aber sowas, ja, aber so überschaubar. Ganz viele sind das nicht. Ja, ich glaube, bis 10 könnte ich nicht zählen. Ja. Jetzt deswegen zu sagen, naja, die immer gleichen, also das, also ich finde irgendwie das komisch als Argument. Also wenn ich jetzt mir linke Unternehmen anschauen würde, die irgendwo was spenden, da wäre ja das Netzwerk viel, viel, viel größer. Also, ja. Also es irgendwie macht es ja der Argument schwächer, weil das böse, rechte Mediennetzwerk ist halt noch kleiner, als wie ihr es schreiben wollt. Genau. Oder aussprechen wollt, ja. Also ihr könnt euch eigentlich wieder beruhigt schlafen. Nach unserer Recherche. Recherche haben wir Fragen an alle verschickt, die in diesem Film namentlich genannt werden. Das Ganze nennt sich Konfrontation und das gehört zu unserer journalistischen Arbeit dazu. Und es gibt immer eine Frist, die man da setzt. Manche haben uns geantwortet, manche haben uns ignoriert. Das ist soweit so normal. Einem Interview stellt sich Michelle Golan nicht. Stattdessen laden sie und Bea Zirpel Reaction-Videos hoch. Darin lesen sie unsere Konfrontationen vor und da lassen sie entscheidende Fragen aus und stellen andere Fragen in den Vordergrund. Zirpel bestätigt viele Recherchen und behauptet, der von uns durchleuchtete Sportverein habe primär auf dem Papier existiert. Auch die Burschenschaft bestätigt er. Das ist absolut korrekt. Ich bin stolzes Mitglied der Berliner Burschenschaft Gotia. Auch, dass er für einen Rechtsextremisten Hörbücher einspricht, bestätigt er. Um die Frage zu seiner politischen... Das ist doch das, was ich vorhin meinte. Sie hätten ihn doch einfach fragen können, statt diesen, Audioforensiker da einzukaufen. Ja, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ein bisschen Geld rausgefeuert, ist ja egal, komm. Ich habe tatsächlich auch das Video von der Eingolland sogar gesehen, wo die geantwortet hat. Das ist schon vor Wochen online gegangen. Und ja, die Fragen, die da gestellt haben, ist schon wirklich abstrus. Also so der typische, das typische Zeug. Also von wegen, wurde die zum Beispiel gefragt, verleugnen Sie den Holocaust? Also wirklich Fragen. Verstehen Sie, dass Sie schuldig sind? Ja, ja, wo man sich wirklich bei bestem Willen fragt, was ist los mit euch, Leute? Echt. Einstellung windet er sich. Ich würde meine politische Einstellung als gut bezeichnen. Michelle Golan bestätigt, okay, dass sie für die Influencer-Agentur angefragt wurde. Zu ihren Geschäftspartnern, ihr ist es egal, dass sie mit Rechtsextremisten Geschäfte macht. Grundlegend werbe ich nur für Produkte, die mir auch gefallen. Ja, jetzt hier zum Beispiel wieder, das ist, auch ihr ist es egal, dass sie mit Rechtsextremen Geschäfte macht. Es geht um das Freiliche Magazin. Also, euer Argument ist einfach nur dieses Wort, Rechtsextrem. Und das definiert ihr, was Rechtsextrem ist. Ist doch scheißegal. Es ist erstmal in erster Linie nur ein Magazin. Also, Freiliche Magazin, es wurde nirgends verboten, dagegen geklagt, irgendwas. Also, wenn ihr jetzt es ist wenigstens halt nicht kompakt, lebenswahrscheinlich, oder? Ja, eben, das ist das Einzige, was ihr habt. Wenn ihr jetzt wenigstens kompakt vorweisen könntet, vielleicht, da hättet ihr aktuell ja vielleicht noch was reißen können, weil das von der Nancy Faeser verboten wurde. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder rechtlich. Ja, wurde ja im Eilverfahren zurückgenommen. Aber da steht noch eine Sache im Hauptverfahren aus in 2 Jahren. Also muss man gucken, ob, also so ganz hundertprozentig vom Tisch ist das noch nicht. Aber gut, anderes Thema. Ja, auf jeden Fall ist dieses Argument Rechtssystem, Rechtssystem, Rechtssystem. Und das war's. Da kommt nichts. Da kommt nichts inhaltlich. Weil das hier mit Rechtsextremisten Geschäfte macht. Grundlegend werbe ich nur für Produkte, die mir auch gefallen. Die Frage zur Elhardsrune beantwortet Golan nicht. Auch heute gilt sie als rechtsextremistisches Symbol und sie zu zeigen, ist in bestimmten Kontexten strafbar. Wollt ihr mir drohen? Den versteckten Dreh beim queeren Gottesdienst rechtfertigt sie und behauptet, sie habe nichts mit den Kommentaren unter dem Beitrag zu tun. Ich bin nicht für die Kommentare anderer verantwortlich und lasse mich auch nicht von euch dafür verantwortlich machen. Absolut richtig. Ja, das ist ja auch richtig, ja. Also absolut richtig. Also wenn das stimmen täte, dann würden wir jetzt euer YouTube-Video mit lustigen Kommentaren zuschreiben, was dann nächsten Tag online geht. Und ihr müsstet euch dafür rechtfertigen. Also es ist doch Kindergarten. Ja. Also, ja. Sind deswegen so oft die Kommentare deaktiviert? Ja, oder die löschen tatsächlich fleißig. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die unter jedem Video jedes Mal Kommentare löschen werden. Also dafür hast du auch nicht die Zeit. Also Kommentare sind halt Kommentare. Richtig. Also, ja. Verfassen fremde Menschen. Auf andere Fragen antwortet sie nicht oder stellt suggestive Gegenfragen.
Wie kommt diese gesichtslose Gruppe dazu, mir zu unterstellen, ich würde Gelder von der AfD bekommen? Wie kommt ihr darauf, mich zu fragen, ob ich Zahlung annehmen würde, nur damit ihr eine rechte Influencer-AfD-Hakenkreuz-Story zusammenschustern könnt? Das war es doch ziemlich auf den Kopf getroffen, was diese Geschichte, die wir uns hier gerade anschauen, ist. Ja, auf jeden Fall. Und der hat auch gut gesessen, also das triggert dich offenbar. Oft noch Hunde heulen, naja. Ja. Anderen Fragen zu ihrem Geschichtsverständnis und zum Holocaust weicht sie aus. Meint ihr, wegen 12 Jahre Nationalsozialismus dürfen wir jetzt mit unserer eigenen Kultur nichts mehr zu tun haben? Ich rechtfertige mich nicht für meine deutsche Herkunft und ich finde es einfach nur gestört, alles auf die besagten 12 Jahre zu beziehen. Ich finde, die hat doch damit auch gut geantwortet. Also das Video war auch ziemlich ausführlich. Und kannst du nochmal bitte zu den Fragen zurückspringen, bitte? Ja, hier zum Beispiel, Moment. Wie meinen Sie diese Aussage? Stellen Sie die Verbrechen des NS-Regimes in Frage? Stellen Sie den Holocaust in Frage? Stellen Sie die Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Frage? Wer ist aus Ihrer Sicht für den Holocaust verantwortlich? Sie hat sich nicht genug gewunden im Schuldkult. Genau, das ist es. Genau das ist es. Und das hat sie gut gemacht. Also man muss doch wirklich nicht über jedes Stöckchen springen, was eben irgendwelche öffentlich-rechtlichen Fuzis hier vorsitzen. Also das hat sie gut gemacht. Also ich meine, wo kommen wir denn da hin, wenn ich jedes Mal dann irgend so eine Anti-NS-Litanei vom Zaun brechen müsste, nur weil ich darauf angesprochen werde. Ja. Reicht sie aus. Meint ihr, wegen 12 Jahre Nationalsozialismus dürfen wir jetzt mit unserer eigenen Kultur nichts mehr zu tun haben? Ich rechtfertige mich nicht für meine deutsche Herkunft und ich finde es einfach nur gestört, alles auf die besagten 12 Jahre zu beziehen. Das Vogelsches Argument ist mit der Zeit auch nicht überzeugender geworden und verharmlost den Holocaust mit 6 Millionen Ermordeten. Am Ende... Nee. Und das ist jetzt... und das ist jetzt wieder so ein... Ja, egal. Ich wollte sagen, es ist schon wieder so ein Weih-Kollektiv-Ding. Also, jemand sagt was und du tust dann dagegen argumentieren und hast dann das letzte Wort und ja, schneidest dann weiter. Am Ende bleibt eine YouTuberin mit großer Reichweite, die immer wieder Videos voller Falschnachrichten verbreitet. Fachleute sagen uns... Ja, was für Falschnachrichten denn zum Beispiel? Also, ja gut, mit der Musik, da hattet ihr noch am ehesten einen Punkt. Aber sonst... Ja, das war's. Also, wenn ihr diese Falschnachrichten seht, dann macht doch wenigstens Argumente draus. Also, wirklich Argumente und nicht Argument rechtsextrem, rechtsextrem, rechtsextrem. Weil das war alles, was ihr gebracht habt im Video. Ihr habt nur Worte gefaselt. Ich habe nur linke Geräusche gehört. Aber kein Journalismus. Ich glaube, das Problem bei Angolan ist jetzt, abseits von diesem Musikvideo hat sie relativ selten Videos, wo sie effektiv sagt, wie sie Sachen sieht, sondern halt immer Leute interviewt. Ja. Und die sagen dann halt zu irgendwelchen Themen, was sie darüber denken. Ja. Das kannst du halt schwer so einen Strick draus drehen. Auf jeden Fall, ja. Deswegen kotzen sie innerlich. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich weitergemacht. Fachleute sagen uns, solche Selbstverharmlosungen, gerade noch legale Anspielungen und ein Gemeinschaftsgefühl mit der Community, wir gegen den angeblichen Mainstream, das sind die Strategien. Wir gegen den angeblichen Mainstream. Ihr werdet hier von Milliarden bezahlt und ihr schreibt und sendet alle das Gleiche. Also zeigt mir doch mal eine Pro-AfD-Doku, eine einzige im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich möchte die Y-Kollektiv-Doku sehen, das geheime Netzwerk von Böhmermann. Oder sowas. Ja, wirklich. Sowas. Komm. Ja. Ach so, ihr seid Teil des Netzwerks. Ja, das ist blöd gelaufen. Ja. Egal, das Spinnennetz sieht toll aus auf eurer Karte. Und wir sind kein Mainstream, wir sind ganz underground. Wir sind da rechts unten im Netzwerk. Also wir sind eigentlich gar nicht, ne? Yeah. In der rechten Influencerinnen. Dass sie ihre Weiblichkeit gezielt einsetzen, ändert nichts an ihren radikalen Inhalten. Und hier, also, und jetzt dieser letzte Satz zum Beispiel, hatte doch schon gar nichts mit jung viral rechtsradikal zu tun. Also, als ging es jetzt hier schon wieder nur um Frauen. Also, okay, anders. Wir hatten nämlich in dem Intro zu diesem Beitrag, da ging es vermehrt um Frauen, die sie scheinbar befragen würden. Aber so war es ja gar nicht. Also, sie haben sich jetzt hier nicht explizit auf rechte Frauen konzentriert. Also man hätte ja noch eben Charlotte Corday nehmen können, die sie am Anfang gezeigt haben. Ja. Also auch da wieder, ich finde halt, was Y-Kollektiv macht, ist so einfach aus einer journalistischen Sicht schlecht. Also das sind halt Stilfehler. Wenn ich eine Einleitung und einen Schluss nehme und Themen aufgreife, die im Hauptteil gar nicht behandelt werden. Weißt du, die Doku hätte funktioniert, wenn Ayn Gollan irgendwie eine wichtige Funktion in diesem Lucreta-Netzwerk gehabt hätte.
Ja. Aber so denke ich mir, die haben gedacht, oh, Lokreta, irgendwie so rechtes Frauennetzwerk, da machen wir eine geile Dokumentation drüber. Dann haben die gemerkt, naja, irgendwie findet man nichts Tolles und sind dann durch Zufall auf einen Golan gestoßen, haben gesehen, oh, die hat richtig viel Aufruf, richtig viele Videos, da können wir was zusammenschustern draus. Und so ist das, glaube ich, entstanden schlussendlich. Ja, es wirkt echt so, als hätten die so mittendrin das Thema so ein bisschen gedreht und gewandelt, als hätten sie eigentlich einen anderen Aufhänger gehabt. Das wirkt tatsächlich so, da hast du recht. Ja. Aber hey, jetzt merkt da keiner, weil ein Golan ist eine Frau und Lucreta, da geht es um Frauen und dann passt das schon. Ja. Ja, also gut. 2 von 10 gebe ich der hier. Ja, 2 von 10. Also ich kann immerhin anerkennen, dass sie sich halbwegs Mühe gegeben haben hier mit dem Undercover-Journalismus. Also zum Beispiel, dass sie da auch einfach mal angerufen haben und diesen Shop gemacht haben. Das fand ich zum Beispiel, muss ich echt sagen, tatsächlich cool. Mhm. Fand ich eine gute Idee. Haben sie gut gemacht. Auch ja, mit echte deutsche Küche. Ich bezweifle mal, dass sie da viel Mehrwert gebracht haben. Also wirklich viel dort geschafft haben. Sie ein halbes Jahr oder so betreiben müssen, um ja, da wirklich irgendwie ein bisschen was rauszuholen. Aber ich meine, die waren auch bei Ein Golan bei dem Fantreffen. Also das war schon okay. Da waren auf jeden Fall schon deutlich bessere Ideen drin als bei vielen von ihren anderen Dokus. Deswegen glorreiche 2 von 10. Ja. Wir lassen schön hier noch das Bild mit Remigration schützt Frauen da. Das ist eine sehr positive Botschaft. Jo. Und damit wollen wir dann auch das Video beenden. In dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.